damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of Rose, das DLC von Resident Evil 8. Ja, achso, wir sollten vielleicht mal eben gucken, ob wir noch irgendwas herstellen. Ach nee, wir konnten gar nichts herstellen. Wir haben gar nichts. Das ist schlecht. Haben wir irgendwas, was wir noch brauchen? Wir haben die Schlüssel. Steigert die. Ja, das weiß ich immer noch nicht genau. Das war die falsche Taste. Das weiß ich immer noch nicht genau, wie wir die Dinge hier eigentlich benutzen können. Wir bekommen die ständig. Aber ich glaube, dass wir die einfach nur bekommen und dass das dann rechts sich erweitert, dass wir da so direkt gar nichts mehr machen können, ne? Oh. Nein, ich wollte drehen. Ne, wir können das nur untersuchen, okay. Und ja, ich möchte vielleicht ein bisschen davon ablenken, in diesen Gang reinzugehen, weil, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Und wenn ich mir das so angucke, glaube ich, will ich das auch gar nicht. Aber das ist natürlich auch so eine Sache von Resident Evil, dass die sehr viel damit arbeiten, dass man totalen Schiss hat, irgendwas zu machen, wo dann gar nichts kommt. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob nichts kommt. Das ist halt das Problem. Links ist eine Tür. Hier ist übrigens ein Ausrufezeichen. Ach so, weil ich das hier noch machen kann. Okay. Schauen wir erstmal hier. Völlig zugerostet. Ja, warum war mir das jetzt nur klar? Da geht's nach links und nach rechts. Was war das jetzt? Ach, wenn jetzt Zombies kommen, ne? 5. Januar. Heute war mein erster Schultag. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Da waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Es war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste. Aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. 8. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen. Aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer etwas fragt. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das Ganze ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich, aber es hat nicht geholfen. 4. April. Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy aus meiner Klasse. Sie meint, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann's nicht glauben. Ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. Das ist... scheinbar ganz nett. Man kann sich ja nie so sicher sein. Ich meine, das hört sich nach Grundschule an. Also ich denke, da wird wohl nicht allzu viel passieren. 2 Türen. Da fehlt ein Kind, das habe ich nicht. Mich irritieren nur die Schritte und das Geklacke. Okay. Hier ist nichts drauf. Irgendwas ist jetzt passiert, seitdem ich das letzte Mal abgespeichert habe. Bin ich das? Warum ist hier ein Foto von mir? Okay. Weil ich nämlich seitdem meine Stimme hier so leicht am Verlieren bin, wie man hört. Es tut mir leid, dass ich mich ein bisschen häufiger räuspern muss. Oder ich werde mal eben versuchen, einen kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht mehr reden. Ach, das war die Tür. Ich dachte gerade, da sind Bienen. Ah, komisches Geräusch. Was ist das denn? Okay. Ich meine, der Käfig ist ja offensichtlich das, was wahrscheinlich jetzt triggert. Deswegen möchte ich mal gucken, ob noch irgendwas anderes hier ist.
Okay, gerade war das noch nicht an. Der Kristall ist zum Greifen nah. Den Rest habe ich nicht mehr gelesen. Oh nein. Hallo? Zum Spielen. Das Zeug brauchst du nicht. Hey! Was? Meine Sachen! Was? Willst du mich verarschen? Aber die Taschenlampe hat sie mir noch gelassen, immerhin. Moment, dann geht's da hinten. Da geht's wahrscheinlich weiter, ne? Okay, dann gucke ich jetzt erstmal. Hier ist noch was. Herr Affe hat Bauchweh. Wenn du ihm hilfst, gibt er dir vielleicht den Kristall. Soll ich den jetzt aufschneiden oder was? Euer Ernst? Sein Bauch ist zugenäht. Sieht aus, als wäre da etwas Wichtiges drin. Ach, jetzt kann ich das Ding öffnen? Da ist aber nichts drin. Oder? Nee, schließen. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Es kommt hier alles zusammen gerade bei mir. Das ist wahrscheinlich die Panik jetzt von der Folge. Ich kann nicht mehr reden, ich will nicht mehr reden. Und deswegen sagt sich mein Körper, nein, du nicht. Na gut, mach zu. Dann kommen wir hier besser vorbei, glaube ich. Ja, wenn jetzt hier irgendwelche Gegner kommen, ne? Ich raste aus. Ich raste wirklich aus. Jimmys Room. Jimmys Zimmer. Ja, ich hab ja nichts. Hä? Oder muss ich jetzt wieder zurückgehen? Das kann natürlich auch sein. Das. Ich dachte gerade, da sind Kratzspuren drauf. Hab ich jetzt hier irgendwas übersehen? Ach, das ist eine Tür. Ach, okay. Ja, ich habe was übersehen. Och. Gerade noch um überlegen, was ich jetzt hier... Aber hier ist anscheinend alles von genommen. Zumindest zeigt er mir das an, dass es blau ist. Okay. Ey, wenn er mir jetzt irgendwo einen Gegner auf dem Hals jagt, ne? Was ist das denn? Wandmalerei? Sieht komisch aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Mensch darstellen soll. Der da am Boden liegt mit einer... Mit einer Pistole oder vielleicht erhobenen Arm oder so? Okay. Habe ich mich jetzt von meinen eigenen Schatten gerade erschreckt? Moment, da ist nochmal eine Tür. Da hinten geht's weiter. Einer ist groß, die anderen sind klein. Ich gucke erstmal hier im Gang. Und wird... Was war das denn? Und wird gerne aufhören, wollte ich gerade sagen. Okay. Also, was auch immer das für ein Psycho war hier. Oh. Ich möchte diesen Psycho gerade bitte nicht begegnen. Okay, sie hat wohl ihren Teddy auch aufgeschnitten, so wie es aussieht. Der zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestapelte Schreibtisch. Ich weiß nicht, was das zu suchen hat, aber also ich schreibe mal auf Schrank, Bild und Schreibtisch. Ich weiß nicht, aber das hört sich für mich irgendwie nach einem Rätsel an. Ich habe ja immer bei Spielen, das wisst ihr jetzt mittlerweile, nebenbei meinen Zettel liegen. So, das ist ein Schrank, aber ein Bücherschrank. Und da ist auch nichts, was wir hier machen können. Da hinten ist noch... ...02. Okay. Oh. Was war das? Kommt da jetzt was? Ich wollte nur kurz was aufschreiben. Also Schrank ist 02. Lass mich doch wenigstens mal kurz aufschreiben, ehrlich. Da ist aber auch nochmal ein Schrank. Achso, da ist ein... Moment, wie viel? 6 Stück. Okay. Ah, okay. Bild. 44. Das Bild ist 44. Schreiben wir auch mal auf. Und dann noch irgendwas mit einem Schreibtisch stand da drin. Ist das dann hier dieser Schreibtisch? Das ist eigentlich mehr ein Tisch als ein Schreibtisch, ne?
Das ist ein Schreibtisch. Aber bis auf die Medikamente. Aber das ist, Moment, das hier ist ein vollgemüllter Schreibtisch. Ah, 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 66, könnte natürlich auch eine 99 sein. Ich schreibe mal 66 auf, weil wir von dieser Seite aus gucken. So, das heißt, wir haben jetzt 02, geh doch mal weiter, 02, 44, 66. 0, oh ja, noch schlimmer, 02, nein, ah, 44, ist sehr schwerfällig hier das Ganze hochzumachen und dann 66, wenn es tatsächlich zwei Sechsen waren. Oh. Eine blutige Schere, das ist nicht gut. Was ist denn das? Da war ich doch noch gar nicht. Ich glaube, ich muss mir jetzt mal merken, wo ich hinlaufen muss. Oh fuck, wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Links, rechts und dann ist da die Werkstatt. Oh fuck, oh fuck. Ich muss auch noch von hier aus das Ganze machen, ne? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay. Ach, das ist dieses Baby. Ja, das hatten wir gesehen. Hallo? Du weißt, wie man mit Puppen spielt, oder? Nein. Oh. Schon wieder? Was jetzt? Okay, da ist ein Zettel. Vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du das Lagerfeuer entfachst. Da hinten liegt schon mal was. Lucy? Ich wette, du findest allerlei Orte, an denen du mit dieser Puppe und ihren Freunden spielen kannst. Okay, also das heißt, wir müssen die mehrfach verwenden, nehme ich mal an. Jetzt ist das da hinten alles grau. Wieso ist das jetzt grau und nicht mehr blau? So, da sind drei Plätze. Da steht Lucy drauf, die haben wir doch, ne? Ja, dann tun wir die schon mal hier rein. Oder? Oder ist das Lagerfeuer... Das letzte, das kann natürlich auch sein. Moment, dann nehmen wir die mal wieder mit erstmal. Weil wir haben ja erstmal nur eine Puppe. Wir müssen ja sowieso vier finden. Ich hasse diese Geräusche, habe ich das schon mal erzählt? So, jetzt ist die Frage, Arbeitszimmer, da hinten haben wir ja eigentlich jetzt nichts. Ach so, nee, doch, wir haben ja dieses Relief. Das müssten wir irgendwo hier vorne im Gang, glaube ich, reinmachen, oder? Boah, ich würde mich sowas von wohler fühlen. Also meine Kraft kann ich benutzen, okay. Aber ich würde mich trotzdem sowas von wohler fühlen, wenn ich eine Waffe hätte. Die Viecher sind weg. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich bin mir noch nicht sicher. Da hat sich jemand richtig ausgetobt. So, irgendwo, genau, hier links. Machen wir das Relief rein. So. Ich hasse Orte, wo ich noch nicht drin war. Abstellraum ist immer schlecht. Moment, halt, stopp, da war irgendwas mit einer Puppe. Zwei Puppen. Niemand will mit ihr befreundet sein. Was für ein Loser. Aber hier ist jetzt schon eine Puppe weniger.
Also müssten wir theoretisch noch einen Ort finden. Wir haben jetzt zwei Puppen, wo wir die zwei Puppen reintun können, oder? Oder müssen wir noch eine Puppe finden? Das ist jetzt die Frage. Vor allen Dingen dieses Gegacker im Hintergrund. Ganz ehrlich, welcher Psycho hat diese Stimme bitte synchronisiert? Oh, schrecklich. Da könnten wir aber auch nichts machen, ne? Ja, aber wir waren doch jetzt schon überall. Oh. Also, wer, das sind die beiden, wo man was machen kann. Hier ist nochmal ein Ausruf. Achso, da ist der Speicherpunkt. Ich würde ehrlich gesagt gerne mal eben zum Speicherpunkt gehen und einfach mal zwischenspeichern. Das ist links von mir. Oh, mach die Tür zu. Komm. Kann doch nicht sein, dass man hier nicht vorbeikommt. So, jetzt bin ich am Überlegen. Genau, das ist hier. Ich speichere mal kurz zwischen, weil wir jetzt doch schon so einiges gemacht haben und hin und her gelaufen sind. Einfach nur mal, ich weiß nicht, ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl, als ob irgendwas kommt, aber ich kann es nicht beschreiben. So, hier kann man ja nicht durch die Tür. Genau. Oh, ich hab's aber auch mit dem Husten. So, ich wollte aber eigentlich mal kurz gucken. Moment, da können wir rein, da waren wir auch schon. Da können wir rein, da waren wir auch schon. Das heißt, theoretisch müssten wir durchs Medizinzimmer weitergehen, oder? Und dann nochmal gucken, ob da jetzt was Neues aufgetaucht ist. Anders kann ich mir das jetzt hier nicht erklären. Oh, was ist das? Macht die was, wenn ich daran vorbeigehe? Ich bin doch eben hier vorbeigelaufen. Ich glaube, das ist gut, dass ich gespeichert habe. Wenn mich dieses Vieh jetzt angreift hier, das ist doch eine Puppe. Die guckt mich irgendwie so... Weiß nicht. Kommt die mir nach? Ich habe jetzt echt Schiss. So eine Elfe-Puppe im Endeffekt, die hinter mir steht. Aber ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, ehrlich gesagt. Medizinzimmer. Wenn er jetzt noch mehr von den Puppen auftauchen. Du willst also, dass ich mit Puppen spiele? Ah, ja, jetzt ist hier was drin. Einmal mit einer Sprühflasche, einmal... Achso, da steht sogar Lucy drauf. Lucy ist die. Catherine. Das war ja diese komische Freundin von ihr. Die scheinen sie ja doch ziemlich gemobbt zu haben. Eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Fick dich. Jimmys Zimmer, wo war das nochmal? Die nehmen wir jetzt erstmal wieder mit. Ich denke mal, da kriegen wir dann die dritte. Jimmys Zimmer. Von der Werkstatt aus, glaube ich, da hinten rum, ne? Ja, wenn hier jetzt wieder irgendwo eine Puppe reinkommt, dann drehe ich durch. So. Euer Ernst? Oh Gott. Ich bin nicht für Horrorspiele geboren. Andererseits, ich liebe Resident Evil. Also, was ist das? Lass mich in Ruhe, du Psycho! Kann man runter, okay. Ja toll, ich dachte, ich krieg jetzt hier irgendwas. Hey, ganz
ehrlich, die haben aber auch wirklich die richtige Psychostimme dafür genommen, ne? Ich will echt nicht wissen, wer das synchronisiert hat. Das ist ja schrecklich. Du musst im Leben auch so ein wahrer Psycho gewesen sein, nehme ich mal an. Oh Gott. Hab ich mich jetzt erschrocken? Okay, Puppe 3. Das ist so gruselig. Ich weiß, das ist Resident Evil. Boah, ernsthaft! Oh. Die macht doch sicher irgendwas, oder? Oh Mann. Boah. Boah, leck mich. Echt jetzt. So, warte mal. Hier haben wir jetzt 4. Wo waren das andere? Im Abstellraum. Ich kriege hier die Krise, ganz ehrlich. Ey, ich weiß auch nicht, ob die Puppe irgendwas macht oder ob die irgendwas macht, sobald ich das letzte aktiviert habe oder sowas. Und das ist so weit vom Speicherraum entfernt. Oh, nee. Okay, also ich muss zum Abstellraum, um die Sache mit den 3 Puppen zu machen, nehme ich an. Okay. Geradeaus, rechts und links durch die Tür. Und links durch die Tür. Oh, ey. Obwohl wirklich nichts passiert ist bisher, ne? Okay. Ist unlesbar. Ich denke mal, das wird hier dieser komische Knilch sein. Ja, doch, der hat auch so die Hände. Oben ist eine lange Angel. Das heißt, hier unten müsste sie dann theoretisch stehen. Und oben, wenn ich da hinkommen sollte, jetzt... Ja, ist okay. Müsste sie dann stehen mit den Händen? Ja, okay. Oh Gott, können wir bitte aufhören mit dem Let's Play? Das macht mir jetzt so gar keinen Spaß mehr. Oh, 4. Puppe. Ja. Achso, die kann ich ja gar nicht mitnehmen. Okay. Ich dachte, jetzt steht hier auch wieder so ein Vieh. So, Moment, da muss ich jetzt wieder zurück zur Werkstatt. Das heißt, wenn ich rauskomme, rechts... Nach links um die Ecke und geradeaus. Okay. Huch! Fickt euch, Leute! Ich dachte gerade, das ist so eine Art Safe Room. Das ist natürlich kein Safe Room. Wenn mich das Viech jetzt hier angreift, wenn ich das Lagerfeuer einfache, ne? Ich raste aus. Ich raste wirklich aus. Boah. Oh, scheiße. Ja, die Lucy wäre die Einzige, die ich direkt erkannt hätte. Ehrlich gesagt. Ich habe echt ein bisschen Schiss gerade. So, Moment. Hier unten. Was ist denn hier oben? Mann. Da haben wir 2, die was halten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie rum. Ich mach mal die da rein. Die hält auf jeden Fall was. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt wichtig ist, wie rum. Ich denke mal, dass die Schwarzhaarige dann hier vorne steht. Vermute ich mal, weil er ist ja so... Weiß ich nicht. Und sie ist ja auch neu. Probieren wir einfach mal.
Ah ja, er hält was, okay. Ehrlich. Fick dich einfach. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Okay, sie steht noch da. Aber ich muss trotzdem da rum, um das Teil zu nehmen. Oh, sie ist tot. Wie traurig. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ist immer noch der gleiche Raum. Und wer ist Mami? Fickt euch. Also ich muss eigentlich in Anführungszeichen nur geradeaus und dann rechts und dann bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da muss ich da nochmal durch diesen... Nee, Moment. Doch, da ist der auf... Genau. Rechts, also geradeaus, rechts und dann nach links und dann rechts in den Dings rein. Problem ist, ich sehe wirklich null. Und ich kriege hier gerade echt die Krise. Let's play Star Tours. Ja. Was meint ihr jetzt damit? Meint ihr jetzt damit? Ich würde sagen, ich speichere noch mal kurz, weil ich keine Ahnung habe, was die jetzt damit meint. Der ist doch, eigentlich ist er doch safe, oder? Kann ich den Aufzug jetzt nehmen? Ich denke mal, dass ich den Aufzug jetzt nehmen kann. Ist das offen? Nee, ist aber immer noch rot, ne? Hm. Aber wir haben jetzt schon so viel gemacht. Da würde ich normalerweise sagen, ich speichere jetzt hier. Don't look away. Du darfst nicht wegsehen. Ja, ja, ihr mit euren scheiß Geknacke immer. Du darfst nicht wegsehen. Ich denke, dass das wohl ein Hinweis sein wird, weil das nämlich jetzt hier neu drin ist. Ich würde wirklich sagen, ich speichere hier erstmal, beende erstmal die Folge und krieg dann die Herzattacke voraussichtlich in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.